Ja, liebe Herr Tanerin, lieber Herr Taner, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie wissen alle, dass wir eigentlich im Mai immer zu Beginn der Mitgliederversammlung die Mannschaft auf die Bühne holen. Heute würde ich sagen, stellen wir den Ablauf ein wenig um und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Wir werden uns heute von einmal dem Trainerteam verabschieden und von Fabian Lustenberger und ich denke, dass wir die Reihenfolge aus diesem Grund heute ein bisschen umstellen sollten. Wir würden beginnen mit ein paar Emotionen und ein paar Bildern, die so ein bisschen das einfangen, was wir alle gemeinsam in den letzten 4,5 Jahren unter der Führung von Paul und seinem Trainerteam hier erleben durften. Nochmal ein paar Bilder, ein paar Emotionen und danach würde ich Paul und das Trainerteam hier zu mir auf die Bühne bitten.
Ja, liebe Herr Tanerin, liebe Herr Taner, vielen, vielen Dank für den großartigen Empfang von Pal und Admir. Ich muss an dieser Stelle sagen, der Rainer Wittmeier ist heute Morgen leider nicht mehr da. Das ist abgesprochen mit uns. Wir haben ihn gestern im Stadion verabschiedet bereits. Ich möchte das an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Auch der Rainer war in den 4,5 Jahren jetzt ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams. Ich glaube, dass die drei, so wie sie hier oben auf der Bühne stehen, sich wunderbar ergänzt haben und dass es richtig und auch wichtig war, dass wir an die Seite von zwei jungen Trainern, die Pal und Admir vor 4,5 Jahren zweifellos waren, einen erfahrenen Mann stellen. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt in den letzten 4 Jahren und deswegen auch an dieser Stelle und von dieser Stelle aus auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön an Rainer Wittmeier. Als ich Pal vor über 4,5 Jahren in mein Büro gebeten habe, war es, glaube ich, relativ spät schon. Ich glaube, es war nachts. Wir haben gegen Bayer Leverkusen an einem Mittwochabend zu Hause im Olympiastadion verloren und sehr gut. Und hatten aber vor allen Dingen in dieser Phase der Saison zu Beginn der Rückrunde das Gefühl, dass das nicht mehr weitergehen konnte. Pal hatte ohne Frage einen Karriereplan, aber ganz sicher einen anderen als den er dann beschritten hat. Denn es war immer sein Ziel, dass er irgendwann dann auch als Cheftrainer, gerade auch bei seinem Herzensverein bei Hertha BSC arbeitet, aber 2015 war das noch nicht wirklich sein Plan. Und dennoch muss ich sagen, hat das nicht wirklich lange gedauert. Wir haben in der Nacht haben wir noch kurz miteinander gesprochen, wir haben uns dann vertagt auf den nächsten Morgen und dann war er frisch und total motiviert und hat eine schwierige Aufgabe übernommen in diesem Jahr, hat die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt und hat, glaube ich, in den letzten 4 Jahren sehr, sehr erfolgreich hier gearbeitet. Wir können heute sagen, dass Hertha BSC ein stabiler Bundesligist ist und das ist ohne Frage ein Verdienst von Pal und seinem Trainerteam und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken. Ich glaube, Sie wissen das, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange, haben die ein oder andere Schlacht gemeinsam geschlagen, in kurzen Hosen auf dem Fußballplatz und haben, und das kann ich sagen, in den letzten Jahren jetzt sehr, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, hatten immer einen engen und einen konstruktiven Austausch und immer mit dem Blick darauf, was ist das Beste für Hertha BSC. Sie wissen alle, dass wir eine bemerkenswerte Konstellation auch haben, was die Vertragsgestaltung angeht, Pal hat den unbefristeten Arbeitsvertrag bei Hertha BSC. Es ist immer klar gewesen, dass er am Ende seiner Tätigkeit als Cheftrainer für die erste Mannschaft und dann nach einem verdienten Erholungsjahr, was er jetzt antreten wird, zurückkehren wird in den Nachwuchsbereich unserer Mannschaft. Und das macht nur jemand, der nicht nur Rekordspieler des Vereins ist, sondern der Herr Taner durch und durch ist. Und auch dafür ein recht herzliches Dankeschön. So, die meisten werden das mitbekommen haben. Der Pal hat mir in den letzten Wochen ja ein paar Aufgaben gestellt, eigentlich nur eine. Er hat gesagt, also zum Abschied habe ich dann noch einen ganz besonderen Wunsch an dich. Ich hätte gerne eine besondere Uhr und muss ehrlich sagen, das war gar nicht so einfach, diese Uhr aufzutreiben, weil er sich schon wirklich ein tolles Stück ausgesucht hat. Aber für uns ist es eine große Freude und natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen und möchte nochmal an dich persönlich auch sagen, Pal, ganz, ganz herzlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 4,5 Jahren und genieße die nächsten Wochen und Monate und komme ein bisschen runter, tanke ein bisschen durch, tanke Kraft und ich freue mich, wenn wir uns im Sommer 2020 dann bei Hertha BSC wiedersehen.
So eine ähnliche Konstellation, eigentlich die gleiche Konstellation, muss man sagen, haben wir mit dem Jüngsten in unserem Trainerteam, mit dem Admir Hamzagic, der ja als Assistent Pal in den Jahren unterstützt hat. Auch er wird einmal jetzt eine verdiente Pause einlegen, wird danach, genauso wie Pal, dann auch zu unserem Nachwuchs im nächsten Sommer stoßen, auch an dich, Admir. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, denn das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, für den Admir war es eine außergewöhnlich schwierige Situation, als ganz junger, noch sehr unerfahrener Trainer unter 30 dann zu so einer Horde zu kommen, so Profis, die schon ein bisschen was erlebt haben. Das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, es war eine schwierige erste Phase auch für den Admir, sich zu orientieren. Er hat das bravourös gemacht in den letzten 4 Jahren, war ein ganz wichtiger Faktor im Trainerteam von Pal und gemeinsam mit Rainer. Und deswegen auch, lieber Admir, dir recht herzlichen Dank für die letzten 4,5 Jahre. Und wir freuen uns jetzt natürlich noch gemeinsam auf die dann anstehende USA-Reise in den nächsten Tagen. Also erstmal ein großer Danke, dass ich immer mit riesigem Vertrauen arbeiten könnte, auch von den Fans, auch von euch und auch von dem Präsident, Präsidium oder von Mischa, weil das so war angenehm und dann konnte man richtige, ernste und ehrliche Arbeit leisten. Die Jungs haben es immer mitgemacht, kann ich auch große Danke sagen. Mein Trainerstab auch und für mich war die Motivation immer, was ich die erste Pressekonferenz gesagt habe. Jemand kann erinnern, dann, ich habe immer gesagt, ich brauche eine Mannschaft, eine Bundesliga-Mannschaft, die stabil ist. Wir wollen mit Stabilität hinkriegen und auch international spielen. Wir haben 2-mal internationale Platzierung gehabt, haben auch mit Manager, wir haben durchgezogen mit der Akademie, mit den jungen Spielern, mit der Hertana, die hier aufwachsen, eine neue Philosophie entwickeln. Und dann bin ich stolz und danke für die Unterstützung, weil ich hätte nie 4,5 Jahre gewesen, mein Job hier, wenn diese Unterstützung nicht da gewesen von den Fans. Ja? Und danke dafür. Ja, ich glaube, wir haben noch einen weiteren emotionalen Moment heute Morgen, muss man ja sagen, erleben, denn wir verabschieden heute, ich glaube, das kann man sagen, einen außergewöhnlichen Spieler, auch einen außergewöhnlichen Typen und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, dass es im heutigen Fußball nur wirklich keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass jemand als junger Mann, und das werden wir gleich sehen, dass er wirklich sehr jung war, nach Berlin gekommen ist und 12 Jahre später immer noch hier ist. Und in dieser Zeit, das wissen Sie alle, wirklich auch alle Höhen und Tiefen dieses Clubs hautnah erlebt und gespürt hat und Hertha BSC die Treue gehalten hat. Und deswegen ist es heute sicherlich auch für Sie alle ein ganz besonderer Moment, einen Spieler zu verabschieden, der tiefe Spuren in diesem Verein hinterlassen hat.
Lustenberger, was für eine tolle Abnahme. Ich habe ihn gut getroffen und dann relativ schnell gesehen, dass er sich ein bisschen wegdreht. Habe natürlich extra ein bisschen mit dem Außenspann geschossen, dass er auch wegdreht, dass er toll nicht rankommt. Habe ich alles so geplant gehabt. Ja, vielen Dank auch für den großartigen Empfang von Lusti und natürlich auch von unserer Mannschaft. Ich glaube, das ist der verdiente Erfolg für einen Spieler, der nicht nur 12 Jahre da war, sondern der diesem Verein auch in diesen 12 Jahren immer die Treue gehalten hat. Es ist heute für uns auch insofern schwierig, als dass er in dieser Stadt natürlich nicht nur als Fußballer groß geworden ist, sondern er hat auch in dieser Stadt und in dieser Region sein privates Glück gefunden. Seine Frau Moni ist heute mit hier und ich sehe gerade, ich glaube, das Video läuft mit. Moni, herzlich willkommen heute Morgen. Wenn wir Menschen aus dieser Stadt verabschieden, von denen wir möchten, dass wir sie wiedersehen, dann gibt es ja dieses geflügelte Wort, er sollte noch einen Koffer in Berlin lassen. Deswegen haben wir ihm exemplarisch einen Koffer heute mitgebracht, aber wir werden ihm am Ende 5 überreichen, denn er war nicht nur auf dem Platz fleißig, sondern auch in der Familienplanung fleißig. Er wird also mit seiner Frau und mit 3 kleinen Kindern Berlin verlassen. Und du darfst selber entscheiden, Lusti, welcher Koffer hier bleibt und welcher die Heimreise mit in die Schweiz antritt. Ich möchte das auch an dieser Stelle noch mal sagen, das ist immer schwierig, einen
dann auch den richtigen Zeitpunkt zu finden nach einer solchen Zeit, um weiterzugehen. Wir haben das eigentlich in den Jahren immer offen und konstruktiv miteinander besprochen und ich glaube, dass Fabian einen Zeitpunkt gewählt hat, der für uns alle betrüblich ist, weil er uns ab der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung steht, der aber, und das sage ich auch als Familienvater, total nachvollziehbar ist. Mit Frau und drei Kindern und natürlich auch seiner gesamten Familie kehrt er nach 12 Jahren jetzt in die Schweiz zurück, hat ein tolles Angebot vom Schweizer Meister Young Boys Bern gehabt, kann noch einige Jahre dort Fußball spielen. Wir Lusti werden uns immer an die tollen gemeinsamen Jahre erinnern und freuen uns, wann immer es möglich ist, dich mit Moni und den Kindern in Berlin begrüßen zu dürfen. Ja, erstmal auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich hatte hier eine Rede geschrieben, aber ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das noch zu lesen oder beziehungsweise heute Morgen zu lesen, weil falls der ein oder andere ein bisschen müde aussieht, muss ich sagen, es geht auf meine Kappe. Wir haben gestern meinen Abschied gefeiert. Es war eine lange beziehungsweise eine relativ kurze Nacht dann morgens und wir haben die Zeit nochmal genossen, die Zeit nochmal zusammen zu feiern. Den Zeitpunkt jetzt wahrgenommen, weil es eigentlich die letzte Möglichkeit ist. Es ist schwierig hier die richtigen Worte zu finden. Ich stand dreimal glaube ich hier zum Saisonende als Kapitän und habe eine Rede gehalten. Jetzt ist es diesmal eine Abschiedsrede und das ist glaube ich schwierig, weil es doch eine große Lücke hinterlässt, nach Hause zu gehen oder beziehungsweise die zweite Heimat, die gefunden hat, mit Berlin zu verlassen. Wie Micha aber gesagt hat, ich glaube, Familie steht über allem, das war bei mir so, das wird immer so sein und ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Eltern, Brüdern und Freunden und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt oder ganz, ganz wichtiger Grund, dass ich diesen Schritt jetzt mache. Ich möchte mich von ganzem Herzen hier bei euch allen bedanken für die Unterstützung, für die Zuneigung, Unterstützung nochmal, Entschuldigung. Es war toll, vor euch zu spielen, mit euch Auswärtsreisen zu bestreiten. Trainingslager waren immer Leute dabei. Ich habe das immer wieder genossen. Ich nehme da sehr, sehr viel Positives mit oder eigentlich 99,9% positive Sachen mit. Ich danke euch Fans, ich danke den Jungs für die Unterstützung. Ich danke dem Trainerteam. Ich hatte ein paar verschiedene Trainerteams in der Zeit. Ich danke allen recht herzlich, weil jeder, glaube ich, jedes Trainerteam bringt einen weiter, gibt einen gewisse Sachen mit. Und ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, beziehungsweise ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Ich baue jetzt ein bisschen Druck auf und gehe mal davon aus, dass wir uns in 2 Jahren im Europapokal wiedersehen. BSC Young Boys gegen Hertha BSC. Dankeschön. So, wir haben noch einen weiteren jungen Mann, den wir heute leider, muss ich sagen, aus der Hertha-Familie verabschieden. Mit Julius Kade verlässt uns ein Spieler, den wir sicherlich als Eigengewächs bezeichnen dürfen, der die Ausbildung hier bei Hertha BSC in den letzten Jahren genossen hat, der sich jetzt entschieden hat, was übrigens völlig okay ist, einen anderen Weg zu gehen, das muss man auch nochmal klar sagen, wann immer auch in diesem Geschäft, und das ist es ja, ein Vertrag ausläuft, sind beide Seiten völlig frei, dann auch zu entscheiden, wie es weitergeht. Julius hat sich entschieden, eben woanders zu versuchen, dann diesen Traum vom Fußballprofi wahr werden zu lassen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, Julius, für die Zeit, die du hier bei uns verbracht hast. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Wir haben uns gefragt, was schenken wir so einem jungen Burschen? Der braucht noch keinen Koffer, aber der kriegt eine kleine Tasche, eine kleine Reisetasche mit auf den Weg. Also alles Gute. Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr zu ungewohnter Zeit heute Morgen hier ins ICC gekommen seid. Ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, dass wir euch jetzt nicht nur aus der Saison, was habe ich gesagt?
ICC, nicht nur aus der Saison entlassen, sondern den ein oder anderen, wenn ich ihn hier so sehe, der gehört dringend ins Bett. Also ab nach Hause mit euch und wir freuen uns auf ein Wiedersehen dann am 1. Juli zum Trainingsauftakt. Ciao.